Schnee, Schnee, Viech, Viech. Pinguman! Wir haben den Pinguin freigespielt! Hey, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Monster Evolution. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass das Spiel eine ganze Menge mehr Zeit erfordert zum Durchspielen als die ganzen anderen Evolution-Teile. Und ein paar Leute meinten auch, Evada, du wirst das niemals schaffen, du wirst dieses Projekt aufgeben. Aber mir ist jetzt was eingefallen, wie wir das Spiel durchspielen können. Und zwar, wie ihr seht, sind wir schon auf dem zweiten Planeten. In der letzten Folge haben wir ja nach keine Ahnung wie viel Zeit hier einfach aufgehört, weil es nicht mehr weiterging. Es war zu schwer, wir dachten, ja okay, das wird nichts. Nun, wir haben hier einen Dunkelwirm freigespielt. Ich habe mir gedacht, okay, so funktioniert das gerade nicht. Weil es gibt in diesem Spiel kein Glücksspiel und deswegen dauert das extrem lange, um neue Stufen freizuspielen. Es sei denn, wir verändern ein bisschen den Rhythmus. In dem alten Format war das so, ich habe in einer Folge eine Kampagne komplett durchgespielt. Also in der alten Folge hätte ich Feuer durchgespielt, hätte ich dann Entropie durchgespielt und hätte ich dann den Tod freigespielt. Das wäre eine Folge gewesen. Aber, da das ja mit diesen Mustern ein bisschen anders ist, verändern wir das Ganze mal ein bisschen und wir werden das so machen, dass wir zu Beginn der Folge einen Abschnitt komplett durchspielen und eine neue beginnen. Ich habe jetzt schon einen neuen Planeten freigespielt, habt ihr gesehen, und ich habe schon den Ozean freigespielt. In der Folge heute werden wir dann so bis, keine Ahnung, Eis und Natur bis zur Hälfte ungefähr spielen und in der nächsten Folge werden wir Eis und Natur durchspielen und dann die nächste Kampagne zur Hälfte spielen. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Also der Rhythmus verschiebt sich einfach so ein bisschen. Da müssen wir aber trotzdem in jeder Folge eine Kampagne durchspielen und das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt hier einfach so ein Vieh. Was ist das? Okay, spielen wir den Tod frei, denn das Ding ist ja, wenn man einen neuen Planeten freispielt, kriegt man da viel, viel mehr Geld. Wie wir sehen, ich habe 2,9 AB. Und das Teuerste, was ich mir hier kaufen kann, kostet B. Kann ich mir eine Menge Teufelchen kaufen. Und wir müssten jetzt ganz entspannt damit auch schon das hier durchspielen. Wir haben erstmal diese Augen. Wir haben hier den. Das Auge nochmal. Große Evolution ist mir egal. Zack. Zack. Ein Schattenfresser. So. Gerade so viel auf einmal. Kombination. 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 Und der Tod. Todesdrache. Das letzte Monster ist der Todesdrache. Richtig episches Bild übrigens. Yo, die Welt generell sieht richtig episch aus. Richtig, richtig cool. Der hat hier einfach so einen Knochenberg. Und der spuckt Feuer, oder? So blaues Feuer. Richtig stark. Okay, das. Ich kann generell sagen, die Designs mag ich in diesem Spiel. Ich finde die richtig gut. Der Feuerriese ist cool. Das Teufelchen ist cool. Das ist Mike von Monster AG. Schattenfresser ist cool. Der Tod ist cool. Und lass uns jetzt einmal zur anderen Kampagne gehen, und zwar auf den zweiten Planeten. Hierfür brauche ich dann 190 AB, um weiterzukommen. Die werden wir easy durchspielen, beziehungsweise Ozean. Die werden wir easy durchspielen, dann wähle ich, glaube ich, Eis oder Natur? Also, Eis. Ich glaube, ich will Eis dann. Okay, wir kombinieren aber erstmal ein bisschen durch. Und zwar hier kombinieren wir wild durch. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, Achtung, wir machen jetzt eine fette Combo. Achtung. Und zwar kombinieren wir die. Wir kombinieren die. Wir kombinieren die. Wir kombinieren die. Wir kombinieren die. Die Stufe kennt ihr übrigens schon, habe ich in der letzten Folge gezeigt. Wir kombinieren die. Und wir haben jetzt hier noch so ein Grünzankviech freigespielt. Die kombinieren wir jetzt mal. Und die werden zum Seestern. So. Was passiert, wenn Seestern und Seestern sich besonders mögen? Die werden dann zum. Zur Klauenkrabbe werden sie dann. Okay. Okay, okay, okay. Machen wir noch eine. Monsterfisch. Okay, okay, okay. Cooles Design. Cooles Design. Was haben wir hier? Wir haben noch sowas. Wir haben hier sowas. Okay, und ab jetzt struggeln wir schon ein bisschen. Aber wir müssen hier viel Geld haben. 2,9 AB. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen was hochkaufen. So. Wir haben immer noch 2,2 AB. Also immer noch eine Menge Geld. Wir stellen mal nochmal her. Damit das Geld auch noch was wert ist. So. So, ihr merkt, ich habe einen Plan. Ihr merkt, ich habe einen Plan, wie wir hier möglichst viel schaffen können. Ich hoffe, der funktioniert. So, Krabi und Krabi. Fisch und Fisch. Oktohirn. Yo, das sieht auch nice aus. Okay. Wir kombinieren hier nochmal, kombinieren da nochmal. Wir kombinieren da nochmal. Wir können uns jetzt Grüntank kaufen. Kombinieren wir, kombinieren wir, kombinieren wir, kombinieren wir. Kombinieren wir. Kann ich noch irgendwas Krasses rauskombinieren? Ja! Krakenlord! Yo, was ist das für ein cooles Design? Der sieht halt wirklich aus wie irgendwie der Chef von Unterwasserwelt.
Krakenlord, richtig nice. Ja, richtig, richtig nice. Okay, wir können es weiterhin hochkaufen. Sehe ich das richtig? 31 AA kostet das. Ja, ist jetzt langsam kritisch. Und ab jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Ab jetzt sind wir pleite. Also die ganze Vorarbeit hat fast, ich sag fast ihr Limit erreicht. Ein Trick können wir noch machen. Ihr wisst bestimmt, was wir machen können. Aber erstmal können wir noch kombinieren. So, wir kombinieren hier nochmal ein bisschen. So. Und zwar habe ich eine Expedition gemacht. Und bei der Expedition gibt es immer ein Kristall, wo das seltenste Monster drin ist. Das spare ich mir aber, glaube ich, noch, weil ich glaube, mit Werbung angucken kann ich hier nochmal easy den nächsten Schritt angehen. Easy. Oh, weil Klick gibt ja auch richtig viel Geld, sehe ich gerade. Das gibt hier richtig viel. Okay, denn ich kann mir ja Werbung angucken und da kriegen wir einen Seestern. Okay, es müsste reichen von der Werbung, glaube ich. Und mal ein generelles Problem. Ich habe ab und zu mal wieder Kommentare, wo Leute sagen, ey, Bardor, spiel doch nicht sowas, spiel doch mal ein anständiges Spiel. Und da muss ich erstmal sagen, wer bestimmt, was ein anständiges Spiel ist und was ein Quatschspiel ist? Und zum anderen, ich kann ja nicht bestimmen, welche Spiele produziert werden. Ich spiele das, was existiert. Ich kann ja nicht selbst ein Spiel programmieren, nur weil kein cooles auf dem Markt ist. Das ist immer so, Leute. Die erste Hälfte des Jahres ist immer komplette Mangelware auf dem Indie-Markt. Aber spätestens im nächsten Monat müssten wieder neue Spiele rauskommen und dann müssten wahrscheinlich auch so viele Spiele rauskommen, dass ich gar nicht weiß, was ich sonst spielen soll. Nur so als kleiner Hinweis. Okay, kombinieren wir mal ein bisschen. Ein kleines bisschen. Wir haben jetzt diese Krabbe kombiniert zum Fisch. Wir haben wir nicht noch eine Krabbe irgendwo? Bin ich blind. Okay, wir haben hier diese Krabbe. Fisch. Oktopus. Okay, bereit? Seeking. Wir wählen die Eis-Variante. Wir wählen die Eisepoche. Okay, Eis. Eiswürfel. Okay. Und es gibt einen Pinguin. Stark. Okay. Bis zum Pinguin will ich heute kommen. Mindestens. Es bringt aber jetzt schon gar nichts mehr, ganz ehrlich. Die ganzen Kombinationen hier sind einfach nur just for fun. Ich meine, ihn könnte ich auf die nächste Stufe bringen. Krass, aber sag mal so, ist jetzt kein Eiswürfel. Okay, gut. Wir gucken uns hier nochmal Werbung an, um unser Geld zu vervierfachen. Okay, vierfache Geld. Und wir haben jetzt hier eine Mission abgeschlossen. Die gibt jetzt richtig viel Kohle. Achtung. Oh. 6,6 AB. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ist in Ordnung. 6,6 AB nehme ich, akzeptiere ich. Wir haben ein Kristall gekriegt. Und die nächste Mission gibt dafür 13 AB. Okay, das steigt. Ich mache aber erstmal das da oben, denn da ist ja schon ein Kristall drin. Das ist ja nicht verkehrt. Dauert nur 7 Stunden. 6 Stunden. Okay. Und damit haben wir jetzt hier den Kristall mit einem Eiswürfel. Schneeviren. Ja, interessant. Ist jetzt kein Pinguin. Deswegen ist es nur interessant. Okay. Gibt es auffallend viel Kohle oder müsste ich 1000 Jahre klicken, um irgendwas zu... Ich müsste 1000 Jahre klicken, um irgendwas zu erreichen. Da verändert sich nichts. Da verändert sich nichts an mein Geld. Okay, was ist denn das Höchste, was ich mir jetzt kaufen kann? Der Fisch für 570 AA. Oh. Kann ich mir leisten? Kann ich mir teilweise leisten? Muss ich zuschlagen, wenn ich es mir leisten kann. So. Ist das irgendeine nice Kombination, die wir jetzt kriegen? Ist das irgendwas Nices, was wir jetzt herstellen können, vielleicht? Octopus. Oh, ja, ist nicht schlecht. Ist stark, ohne Witz. Weil wir können da dann noch einen Eiswürfel hergestellt kriegen und dann brauchen wir noch einen Eiswürfel. Die Eiswürfel werden dann zum Schneewurm und die Schneewurms werden dann zum Pinguin. Was mein Ziel für die Folge ist. Okay. Es erfordert jetzt eine Menge Klicken, ein bisschen Zeit. Aber die Taktik ist richtig. Ohne Witz, Leute, die Taktik ist absolut richtig, zu 1000%. Könnte schon reichen, oder? Wir können nämlich das hier kombinieren. Wir können das hier kombinieren. Es reicht. Schnee. Viech. Pinguman! Wir haben den Pinguin freigespielt. Oh, großer Pinguman. Mach uns bitte reich. Großer, mächtiger Pinguman. Hell yeah. Okay. So, das müsste jetzt reichen. Und ich will schon mal ein Predict abgeben. Und zwar sind wir am Eisbereich. Was gehört zur Eiswelt? Ein Yeti. Also wenn kein Yeti in der Eisepoche drin wäre, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. So, kombinieren wir mal. Eiswolf. Hey, der sieht cool aus. Der sieht, sieht auch dumm aus, aber sympathisch. Sympathisch dumm sieht er aus. Ich klicke mal ein bisschen. Just for fun. Ja, cool. Also ein Yeti wird irgendwann kommen, oder? Ziemlich sicher. Gut, danach haben wir dann Glanz freigespielt, was auch immer das heißt. Machen wir das jetzt so im Rhythmus. Am Anfang der Folge sehen wir eine finale Form, dann arbeiten wir ein bisschen drauf hin für die nächste Folge, Anfang nächste Folge, finale Form und so weiter. Und dann sind wir auch durch.
dann sind wir durch mit den ganzen Evolution-Spielen. Wenn es noch einen Teil geben sollte, lassen wir den erstmal aus und machen ein bisschen Pause. Denn ich habe das jetzt wirklich so viel gespielt, diese Spiele. Gut, da würde ich mal sagen, Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.